Komm, Hauptsache das Ding arbeitet erstmal. Also stell dich hier hin. Du bekommst dann von da. Ja. Ja, das geht. Du bekommst dann von da. Deine Module. Tust sie da rein. Du bekommst von da deinen Chips und deinen Stahl. Chips, Stahl und Eisenplatten bekommst du von da. So, fertig. Das sieht schick aus. Ja, jetzt macht er aus allen MK1 Modulen MK2 Module. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir MK1 Module auf Vorrat haben sollten? Oder können die ruhig alle zu MK2 gemacht werden? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage, soll das Ding hier Produktivitätsmodule bekommen? Was? Ich wollte es nicht reinlegen, ich wollte es hier reinlegen. Nee, kann ich nicht benutzen. Oh, okay. Ja gut, hier, nimm die Produktivitätsmodule. So, das war das eine. Für die blauen... Ja, für die blauen würde ich das eigentlich auch ganz gerne hier drunter machen. Aber das klappt mit den Batterien nicht so wirklich, wegen den Science Packs da. Die rote Sachen brauchen und Stahl und grüne Ärmchen. Also ja, die Position dafür ist da eigentlich ganz richtig. Nee, ich baue es einfach runter und dann machen das die Roboter. Also du, ein Abstand da, eine Gib-mir-Kiste, eine Stahlkiste. Die ziehen wir weiter runter. So, dich ziehen wir weiter runter. So, dich müssten wir dann auch weiter runterziehen, ne? Ja, müssten wir. So. Okay. Du bekommst Ärmchen. Du hättest gerne blaue Module. Speed-Modul 8. Speed plus 160%. Das Mod-Paket ist so krank. So, ich hätte gern einer Module. Davon alle. Also 100 dürften alle sein, die wir haben. So, du bist eine passive Provider-Chest, also müssten jetzt eigentlich demnächst irgendwann Roboter kommen. Wovon ich mehr bauen sollte. Dafür brauche ich Stahl und Stahl ist momentan Mangelware, ne? Stahl, ja. Bau mal davon ein paar. So, hast du dann gleich alles, was du brauchst? Du brauchst noch ein Rezept. Warum nimmt das Ärmchen keinen Stahl? Weil es erstmal Chips haben will. Warum sind keine grünen Chips da? Weil die davon verbraucht werden. Und weil das Ärmchen da zu langsam ist. Okay, das lässt sich ändern. Ultra schnelles. Das ist egal, wie rum es ist. Okay, so. Ultra schnelles halbes Ärmchen. Bitteschön. Zack, 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 zack. Arbeitet. Ersten MK2-Dinger sind fertig. Begrenz dich bitte mal auf 2 Sticks. Du begrenzt dich bitte auch mal auf 2 Sticks. Und ein Ausgangsärmchen. So. Grüne Module rein. Blaue Module rein. Bisher kein Roboter hier angekommen. Also ja, man merkt, wir leben nicht in einer Roboterdiktatur wie in der letzten Welt. Ganz vereinzelt sieht man mal ganz langsam einen Roboter hier lang kriechen und kilometerweise nach oben fliegen. Habe ich inzwischen ja 2 hier. Hilf arbeiten. Oh, blaue Tränke sehe ich ein Problem. Wo wird das Problem sein? Hier. Ah, jetzt geht's. Ist nicht ganz so schnell, wie es sein könnte, / sollte. Das ändern wir mal. Mit einem MK2 Speedmodul. Zack. Ja, stimmt eigentlich. Also in Vanilla Minecraft gibt es Begrenzungen, wie schnell Maschinen werden können durch Module. Man kann dann immer noch mehr Module reintun von demselben Typ.
aber sie bringen halt nichts. Bei Speed war das, glaube ich, 80%. Also zwei Zweier-Module. Aber da es jetzt Module gibt, die plus 160% bringen, ist das wohl irgendwie außer Kraft gehoben. Die Frage ist nur, ob es total außer Kraft genommen wurde. Also ob ich denn hier theoretisch später 480er-Module reinpacken kann. Oder ob es einfach neue Grenzwerte gibt. Das müsste man dann rausfinden. Ja, also Chips kommen unten an, du bist am Arbeiten. Gehen wir noch mehr davon. Du raus, die beiden rein. So, jetzt dürften blaue Tränke sich auch gleich wieder stauen. Gucken wir. Dim, 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 dim. Ja, hier fehlen die blauen Tränke gerade. Der Abstand müsste hier gleich geringer werden zwischen den Tränken. Sehe ich nicht so wirklich. Ja doch, hier ist der Abstand ein bisschen geringer als da oben war. Aber nicht so super toll. Wir brauchen echt MK8 Speed-Module. Und wir haben noch nicht mal die Dreier. Also sollten wir in der Richtung vielleicht doch demnächst auch wieder forschen. Ja. So, Roboter sind am Fliegen. Setzt mehr Roboter aus, damit mehr fliegen können. Stahl. Bin ich auch versucht, Speed-Module reinzusetzen. Ehrlich gesagt. Nimm mal die raus. Dann gucken wir mal. Das ist MK1. Oh, du kriegst gar nichts? Warum kriegst du gar nichts? Achso, weil du nichts rauslegen darfst, weil das da voll ist. Weil das hier am Arbeiten ist. Okay. MK2-Module. MK1-Module. MK2-Module. Okay. Also Stahl werde ich jetzt doch wieder auf Speed umschalten. Weil wir die zwei neuen Erzvorkommen oben haben. Und unser Erz-1-Außenposten fast komplett produktiv ist. Das heißt, ich darf es mir hier erlauben, ein bisschen verschwenderisch zu sein. So. Weil ich will keinen Engpass an Stahl haben, weil das ist jetzt leer. Und leer ist nicht gut. Absolut nicht gut. So, blaue Tränke haben bisher 5 Stück versorgt. Ist immer noch nicht gut genug. Also wir brauchen MK3 Speed- und Produktivitätsmodule. Wir brauchen MK3 Fabriken. Wir brauchen MK3 Schmelzöfen. Und wir brauchen theoretisch die Dinger hier. Wobei ich nicht weiß, welcher was. Wo ist der Angriff? Da oben. Dürfte nichts passieren, okay. Wir bräuchten die Maschinen hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Maschine was macht. Gem Crusher hört sich an, als wenn es eine Fabrik wäre, wo wir die useless Sachen reinschmeißen können und dann da irgendwelchen Staub oder Steine draus machen könnten. Coal Collector, Item Collector, Logistik Collector, Stone Collector. Item Collector bräuchten wir da wohl, huh? Item Collector that will collect everything that is not on a belt within a certain radius. Warum hast du keinen so schönen Tooltip? Also Gem Polisher hört sich einigermaßen klar an. Da tun wir die Steine rein, die werden gepolished. Über das Rezept hier. Da, Polished Diamond. Ja, die anderen Sachen. Crushed. Okay, der Crusher macht aus Chunks Crushed. Also Gem Crusher und Gem Polisher kann ich verstehen. Gem Grinder. Oh, was wurde zerstört? Eine Kiste. Ah, okay. Das war unsere Edelsteinfabrik, die komplett verwüstet wurde. Das ist nicht gut. Aber werde ich jetzt nicht sofort aufbauen. Ich warte, bis die zu uns gelaufen kommen und sterben. Weil wir sind nicht stark genug, um die Sachen... Ja, mach den Rest auch noch kaputt. Wir sind nicht stark genug, um selber gegen die roten Weiße anzukommen. Und ich denke, wir werden auch eine sehr, 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 sehr lange Zeit nicht in der Lage sein, selbstständig die Gegner anzugreifen. Das machen jetzt alles nur noch unsere Türme. So, du da kriegst Stein, bitteschön. 200 hätte ich gerne. Gib mir Mauerstücke. Bau Mauern. Wir brauchen unsere 10-fach Mauer.
Dann hätte ich noch ganz gerne... Ja, wir brauchen jetzt die Lasertürme. Sobald wir die Lasertürme haben, muss ich gucken, welche Edelsteine ich brauche und wie ich die Edelsteine herstelle. Und sonst müssen wir Unmengen an normale Lasertürme bauen, um unsere Edelsteinmine zu sichern. Also die brauche ich jetzt richtig, auch wie unser Erz 1, Dreifachmauern und Lasertürme und was weiß ich. Was ein wenig ärgerlich ist, aber na gut. So, hier raus. Sollte langsam ein Roboter noch reichen. Und ich gucke, ob mein Wagen inzwischen repariert wurde, um dann die Basis da oben noch weiter kaputt zu fahren. Wobei ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass die keine Spawner mehr hat. Aber die Map sieht da halt komisch aus. Müssen wir gucken. So, her damit. 44 blaue Chips, das ist sehr gut. Ja, Mauern. Ja, 17 Mauern, gib mir her, ist okay. Mauer, 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 Mauer. So. Und ja, da müsste ich theoretisch jetzt auch eine Mauer hinmachen und das einen nach oben verschieben, aber ich denke, darauf kommt es nicht an. So, Lasertürme, was haben wir da? Genau, das sind Saphir-Lasertürme. Wir haben jetzt MK2 Ditec-Lasertürme, die wir erforschen könnten. Brauchen die zufällig Rubine? Wo seid ihr? Da. Nee, Emerald. Lasst mich raten. Die Edelsteine, die am einfachsten herzustellen und zu bekommen sind, sind die höchste Tech-Stufe. Okay, Chunks of Emerald. Und ich weiß doch auch gar nicht, wie stark die sind. Also ja, da steht, die haben mehr Lebenspunkte, aber mehr Lebenspunkte sind mir bei Türmen völlig egal. Da haben wir Mauern für. Mich würde interessieren, wie viel Piu-Piu die machen. Ja, nee, die werde ich jetzt erstmal nicht erforschen. Ich werde das mit den Saphiren versuchen. Ich wollte bessere Schmelzöfen, kostet 400. Ich wollte bessere Fabriken, kostet nur 200. Ja, ja, das sieht sehr gut aus. Machen wir das. Achso, wo ist mein Wagen? Mein Wagen wurde immer noch nicht repariert. Achso, weil der Wald auch immer noch steht, ha? Huh? 24 Bäume müssen noch gefällt werden. Ich brauche mehr Construction Bots. Bau Construction Bots. So. Dann reparieren wir das Ding halt wieder von alleine. Was soll's. Haben währenddessen ein Riesenloch in der Verteidigungsanlage, aber das stört ja keinen. 1600. Ja, und hier müssen überall Türme hin. Das muss eine durchgehende Linie sein an Türmen. Wobei die Frage ist, was sichern wir jetzt mehr? Sichern wir unsere Hauptbasis mehr? Oder konzentrieren wir uns darauf, dass wir das Ding da sichern? Also die Edelsteinabbaugeschichte. Weil wenn wir uns einfach nur einbuckeln in der Hauptbasis, kommen wir nicht an die Edelsteine, die wir brauchen. Dann kriegen wir nur Rubine. Das bringt uns so gar nichts. Achso, bau bitte auch noch neue davon. Und bau... Ja, kein Stahl. Mist. Ich muss wieder runter, sorry. Ich muss das Stahl holen. Crushed Ruby. Chunks of Ruby, ja. Ja, ich hole jetzt Stahl, um die Fabrik wieder aufzubauen, aber ich kann die Fabrik gar nicht sichern. Das ist irgendwie sinnlos. Ja, ich hole jetzt Stahl, um auch Lasertürme zu bauen. Und dann versuchen wir mal... Ja, Eisen ist alle. Mist. Ja, ich weiß, ich muss hoch. Aber es gibt so viel zu tun. Das ist alles wichtig. Und wir haben keinen Stahl. Weil wir kein Eisen haben. Okay. Endlosschleife. Ewige Endlosschleife. Also, ne? Konzentration, Gerogon. Wir wollen jetzt die Basis oben nochmal abfahren und gucken, ob wir was töten können. Dann müssen wir schleunigst Eisen aus Erz 1 holen und es hier runterbringen, damit wir Stahl produzieren können. Wenn wir das Stahl haben... Oh, die Bäume sind fast weg. Wenn wir das Stahl haben, bauen wir ganz viele Türme. Und zwar die einfachsten Türme, die wir haben, die Lasertürme. Also die Laser-Vanilla-Türme. Und sichern damit denn das Gebiet.
und versuchen da die besseren Edelsteine abzubauen, um die besseren Türme zu bauen. Dann muss ich rausfinden. Ich habe doch Ruby-Türme. Raw Ruby. Chunks of Ruby. Okay, die habe ich vollkommen übersehen. Gold Ruby Laser Tower. Also wir müssen einfach nur ganz viele rote Beißer töten.